Schönen Vormittag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Das Jahr 2020, das war bisher ein besonders herausforderndes Jahr in jeglicher Hinsicht. Es war ein noch nie dagewesenes Jahr und es war ein Jahr, das uns schon bisher sehr viel abverlangt hat. Aber die gute Nachricht ist, es gibt schon langsam Licht am Ende des Tunnels. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Corona-Krise kürzer andauern wird, als viele Experten ursprünglich zu Beginn der Pandemie vorhergesagt haben. Ich hatte gemeinsam mit meinem Team über den Sommer die Möglichkeit, mit sehr vielen nationalen und internationalen Gesundheitsexperten zu sprechen, den Austausch zu suchen mit Forschern, mit Wissenschaftlern, mit Pharmaunternehmen und vielen politischen Entscheidungsträgern in aller Welt. Und ich würde sagen, zusammengefasst kann man durchaus davon ausgehen, dass es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich ist, dass der nächste Sommer schon wieder ein normaler werden kann und ich sage dazu auch werden soll. Die laufende Forschung in der Entwicklung eines Impfstoffes bei Behandlungsmethoden und Medikamenten, aber auch schnellere Testmethoden, die führen dazu, dass das möglich sein sollte. Wir wissen auch aus der Forschung heute, dass sich das Virus ständig verändert und schon vielfach mutiert ist. Die Wissenschaft versucht aktuell zu bestätigen, ob diese Mutationen dazu führen, dass das Virus, so wie so oft bei Viren, dadurch ansteckender, aber andererseits im Verlauf dadurch milder werden. Und auch wenn diese und andere Fragen noch nicht restlos geklärt sind, so ist eines auf jeden Fall klar. Wir wissen heute wesentlich mehr über das Virus als zu Beginn der Pandemie. Wir wissen wesentlich besser Bescheid, wo sich Menschen anstecken, für wen die Erkrankung ganz besonders gefährlich ist und auch, wie man die Erkrankung bestmöglich behandeln kann. Und alleine das ist schon ein wesentlicher Fortschritt. Klar muss uns aber gleichzeitig sein, dass in den nächsten Monaten noch eine herausfordernde Zeit bevorsteht. Es kommt der Schulbeginn auf uns zu, es kommt die kältere Jahreszeit auf uns zu und viele Aktivitäten werden sich wieder von draußen nach drinnen verlagern. Vieles wird nicht mehr im Freien, sondern indoor stattfinden. Dazu kommt die alljährliche Grippewelle, die zusätzlich zur Corona-Pandemie unser Gesundheitssystem belasten wird und auch da und dort natürlich zu falschen Corona-Verdachtsfällen führen wird, weil es eine gewisse Herausforderung in der Unterscheidbarkeit geben wird. Dadurch kann sich die Situation weltweit, aber auch in Österreich schnell zuspitzen und wir werden daher weiterhin als Bundesregierung stetig die aktuelle Corona-Lage evaluieren und wenn notwendig auch weitere Maßnahmen entscheiden. Wir werden als Bundesregierung schon nächste Woche versuchen zu evaluieren, wie die Situation im Moment dasteht und ob es zu einem weiteren Anstieg der neuinfizierten Zahlen in Österreich kommt. Die steigende Anzahl von Neuinfizierten führt natürlich gezwungenermaßen zu einem notwendigen Nachschärfen bei den Maßnahmen, genauso wie eine Verbesserung der Situation dazu führt, dass man Maßnahmen wieder zurückfahren kann. Es wird weiter weltweit und auch in Österreich Wellenbewegungen geben zwischen einem Anstieg und der Reaktion darauf und dadurch dann wieder einem Abflachen und dem Zurücknehmen von Maßnahmen. Wir werden dabei stets als Bundesregierung dem Zugang folgen, den wir auch bisher gewählt haben, nämlich so viel Freiheit wie möglich und so viel Einschränkung wie notwendig. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer sowie allen Landesverantwortlichen, ganz besonders den Landeshauptleuten, dafür bedanken, wie gut die Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Krise bisher funktioniert hat. Und wir wollen diesen gemeinsamen Weg auch im Herbst und Winter genauso fortsetzen. Und auch wenn uns die vergangenen Monate sehr viel abverlangt haben, so kann man zusammenfassend durchaus sagen, dass Österreich im internationalen Vergleich die Krise bisher so sehr gut gemeistert hat und gut durch diese Krise
gekommen ist. Und aus meiner Sicht hat das einen ganz besonderen Grund, nämlich der Zusammenhalt in unserer Bevölkerung. Und dafür möchte ich auch Ihnen, sehr geehrte Österreicherinnen und Österreicher, heute noch einmal ganz herzlich danken. Und ich verbinde es mit einer Bitte, nämlich seien wir auch diesen Herbst und Winter so diszipliniert wie möglich. Wenn wir die Grundregeln einhalten, insbesondere das Abstand halten, dann können wir auch diese herausfordernden Monate, die vor uns liegen, gut überstehen. Davon sind wir überzeugt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben es mittlerweile natürlich nicht nur mit einer Pandemie, sondern auch mit einer Weltwirtschaftskrise zu tun, die wir in diesem Ausmaß lange nicht erlebt haben. Wir als kleines Österreich bleiben da nicht verschont. Dieses Jahr wird unsere Wirtschaft um rund 7% einbrechen, aber das ist die gute Nachricht. Wir können uns sicher sein, nächstes Jahr kehrt das Wachstum zurück und das Comeback unserer Wirtschaft wird beginnen. Damit das gelingt, müssen wir natürlich neben den bestehenden Rettungspaketen, die wir geschnürt haben, alles tun, um die Attraktivität unseres Standorts zu stärken und so zusätzliche Arbeitsplätze gerade in Zeiten der Krise schaffen. Ich habe daher den Finanzminister und die Wirtschaftsministerin ersucht, gemeinsam mit allen anderen betroffenen Regierungsmitgliedern unsere Ziele im Regierungsprogramm zur Stärkung des Standorts vorzuziehen und sofort umzusetzen. Dazu gehört eine aktive Ansiedlungspolitik für Schlüsselindustrien, dazu gehört ein ambitioniertes Gründerpaket, denn gerade in einer Zeit, in der es vermehrt Insolvenzen geben wird, ist die beste Antwort darauf, Neugründungen zu erleichtern, den Kapitalmarkt zu stärken und damit möglichst viele neue Jobs entstehen zu lassen. Eine neue Körperschaftsform, die Austrian Limited, die rasch und unbürokratisch Gründung und Beteiligung ermöglichen soll, ist bereits in Entwicklung und steuerliche Anreize für die Finanzierung von KMUs, Startups sowie Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals in Unternehmen sind ebenso gerade in Planung. Bei all diesen Maßnahmen werden wir gemeinsam mit dem Koalitionspartner natürlich stets auch die ökologische Transformation unserer Wirtschaft im Auge behalten. Denn das ist nicht nur gut für Umwelt und Klima, sondern wenn es uns gelingt, auch Exporteur ökologischer Innovation zu werden, dann ist das auch ein Jobmotor für unser Land. Wir hatten heute vor einem Jahr rund 330.000 arbeitslose Menschen in unserem Land. Am Höhepunkt der Krise waren wir bei 590.000 Arbeitslosen in Österreich. Mittlerweile ist die Zahl wieder auf 420.000 gesunken, aber es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Monaten die Arbeitslosigkeit noch einmal ansteigen wird. Bundesministerin Aschbacher hat daher in den letzten Monaten auf Hochtouren eine Arbeitsstiftung vorbereitet, damit wir in den nächsten Jahren bis zu 100.000 Menschen durch diese Arbeitsstiftung in Zukunftsbranchen vermitteln können. Wir wissen, dass im Bereich der Pflege, der Gesundheitsberufe, der Digitalisierung rund 100.000 neue Stellen entstehen werden in den nächsten Jahren. Und es wird wichtig sein, Menschen aus der Arbeitslosigkeit in diese offenen Stellen zu vermitteln. Diese Potenziale wollen und müssen wir nutzen. Es hat sich nicht nur unser Arbeitsmarkt massiv verändert, sondern auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, die hat sich für viele von uns während der Pandemie stark verändert. In den letzten Monaten waren rund 40% unserer Bevölkerung teilweise oder vollständig im Homeoffice. Und ich bin sicher, viele davon werden nach der Pandemie wieder vollständig in ihre Büros zurückkehren. Aber in einigen Bereichen wird das Homeoffice natürlich bleiben. Die Arbeitswelt und die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich verändert. Und es gibt zahlreiche rechtliche Fragen zu klären, da unser Arbeitsrecht noch aus einer Zeit der Produktion, der Industrialisierung stammt und mit Homeoffice und Teleworking wenig anfangen kann. Ich habe daher die Sozialpartner gebeten, hier Vorschläge zu erarbeiten, um eine verbesserte gesetzliche Grundlage für das Homeoffice zustande zu bringen. Es soll weiterhin so bleiben, dass Betriebe frei entscheiden können, wer von wo arbeitet.
Aber die rechtlichen Regelungen, die Rahmenbedingungen, die müssen für alle klar sein. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die war während des Lockdowns eine ganz besondere Herausforderung. Die Schülerinnen und Schüler waren von heute auf morgen aus ihrem tagtäglichen Umfeld herausgerissen. Viele Eltern wurden über Nacht zu Lehrern zu Hause. Und für die Lehrkräfte war es eine Herausforderung, auf einmal über die Distanz mit digitalen Kanälen zu unterrichten. Und niemand hat sie je zuvor auf das vorbereitet. Die Schulschließungen haben massive Herausforderungen gebracht für berufstätige Eltern, die auf einmal noch stärker als bisher Beruf und Familie auch tagsüber unter einen Hut bringen mussten. Und wir haben uns daher entschieden, die Möglichkeit der Sonderbetreuungszeit, die wir eingeführt haben im ersten Halbjahr, weiter zu verlängern. Das bedeutet, dass unser Ziel selbstverständlich ist, dass die Schulen offen bleiben, aber wenn es zu temporären lokal begrenzten Schließungen von Klassen oder Schulen kommen muss, dann wird es auch im Herbst die Möglichkeit eines dreiwöchigen Sonderurlaubs geben, um der Kinderbetreuung nachzukommen, wenn das notwendig ist. Darüber hinaus wollen wir in der Schule natürlich sicherstellen, dass das Zusammenspiel aus Lehrern, Schülern und Eltern in diesem Halbjahr bestmöglich funktioniert und werden dafür verstärkt auf digitale Kommunikationskanäle setzen, selbst wenn der Unterricht nicht von zu Hause, sondern wieder physisch präsent in den Klassen stattfindet. Corona hat uns in den letzten Monaten auch daran erinnert und wir alle, glaube ich, haben das noch einmal so richtig gespürt, dass in den Supermärkten für einige Tage manche Produkte knapp geworden sind, wie wichtig eine stabile regionale Versorgung ist. Österreich ist ein exportorientiertes Land und das wird auch nach Corona so sein. Wir sind Teil einer vernetzten Wirtschaft und Teil von globalen Lieferketten. Allein die Tatsache, dass ein herkömmlicher Verbrennungsmotor in einem Auto aus 1400 Teilen besteht, viele davon in Österreich hergestellt werden, sichert bei uns im Land 300.000 Arbeitsplätze. Ähnlich ist es bei Mobiltelefonen oder Mikrochips. Diese Vernetzung der internationalen Wirtschaft, die wird bestehen bleiben, da es niemals möglich sein wird, komplexe Produkte an nur einem einzigen Ort mit Teilen aus einem einzigen Standort zu produzieren. Und als exportorientiertes Land sind wir Profiteur dieser international vernetzten Wirtschaft. Ohne diese international vernetzte Wirtschaft hätten wir unser Wohlstandslevel in Österreich definitiv nicht. Gleichzeitig gibt es aber Bereiche, in denen es durchaus möglich und auch wünschenswert ist, österreichische Produkte regional zu kaufen und zu konsumieren. Zum Beispiel bei den Lebensmitteln können wir ganz einfach als Gesellschaft in Österreich auf regionale österreichische Produkte setzen. Das ist gesund, es schützt das Klima und es sichert Jobs in der heimischen Landwirtschaft. Die öffentliche Hand wird daher mit gutem Beispiel vorangehen und wird künftig in allen öffentlichen Kantinen sicherstellen, dass noch stärker auf regionale Produkte zurückgegriffen wird. Wenn wir es alle gemeinsam schaffen, dass 20% regionale Produkte mehr in Österreich gekauft werden, dann schafft das bis zu 50.000 zusätzliche Jobs und bringt eine Wertschöpfung von rund 5 Milliarden Euro. Und auch auf europäischer Ebene muss Ähnliches möglich sein. Es muss uns gelingen, das wirtschaftliche Auferstehen der europäischen Wirtschaft im nächsten Jahr zustande zu bringen und gleichzeitig die Krise zu nutzen, um unabhängiger von anderen Teilen der Welt zu werden. Das betrifft die Energieversorgung genauso wie die Produktion von medizinischen Produkten oder neue Technologien. Die beschlossenen 750 Milliarden aus dem Recovery Fund sind eine gute Möglichkeit, um unsere Wirtschaft wieder auferstehen zu lassen. Es muss aber auch genutzt werden für Investitionen in Zukunftsbereiche wie Ökologisierung und Digitalisierung, dass wir unabhängiger werden und in Bereichen, in denen es in Zukunft immer mehr Wachstum und Wertschöpfung geben wird, auch als Europäische Union stärker
werden. Sehr geehrte Damen und Herren, in Zeiten von Krisen gibt es neben den Verlierern immer auch Gewinner. Und wir wissen, dass gerade diese Pandemie für Tourismus, Gastronomie und Reisebranche, für Dienstleister, den Handel, die Kulturschaffenden und viele andere eine ganz große Herausforderung darstellt. Und es ist unsere Aufgabe als Bundesregierung, alles zu tun, um diese Branchen bestmöglich in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Was wir aber auch sehen müssen, ist, dass es vor allem in den USA und Asien Technologieunternehmen gibt, die die großen Krisengewinner sind. Das kann uns gefallen oder auch nicht. Und wir werden auch weiter dafür kämpfen, dass internationale Digitalgiganten faire Steuern bezahlen. Aber wir müssen uns schon auch bewusst werden, dass in diesen Bereichen langfristig mehr und mehr Wertschöpfung drin sein wird. Und es wird notwendig sein, dass wir mehr und mehr dieser Wertschöpfung im Digitalbereich nach Österreich und nach Europa ziehen. Allein in der Schule zum Beispiel hat die Pandemie 1 Million Schüler schlagartig ins Homeschooling verlagert. Das hat uns den Spiegel vorgehalten und gezeigt, wie schlecht ausgerüstet unsere Schulen im Bereich der Digitalisierung sind. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam mit dem Bildungsminister vereinbart haben, dass wir diese Investitionen im Bereich der Digitalisierung in der Schule massiv verstärken werden, um hier endlich international auch aufzuholen. Was das Homeschooling auch gezeigt hat, ist, dass wir knapp 7% der Schülerinnen und Schüler fast gar nicht mehr erreichen konnten. Es waren vor allem Kinder aus sozial schwachen Familien, die von heute auf morgen kaum noch an irgendeiner Form des Unterrichts teilgenommen haben und zu Hause auch wenig Unterstützung erlebt haben. Und daher ist es unser erklärtes Ziel, alles zu tun, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert und in unseren Schulen kein einziges Kind zurückbleibt. Wir haben uns daher auch entschieden, sogenannte Brennpunktschulen stärker zu unterstützen mit administrativem und psychologischem Personal, um auch wirklich zu erreichen, dass unsere Schulen alle Kinder bestmöglich unterstützen und wir eine Aufstiegsgesellschaft sein können, ganz gleich, aus welchen sozialen Verhältnissen ein Kind stammt. Um die nötigen Fachkräfte auch auf universitärer Ebene bestmöglich auszubilden, werden wir im Rahmen der Budgetverhandlungen sicherstellen, dass wir weiter in den Hochschulsektor in Österreich investieren. Wir wollen daher nicht nur unsere bestehenden Universitäten und Fachhochschulen stärken, sondern wir wollen auch eine weitere technische Universität bauen, und zwar in Oberösterreich. Diese neue Universität soll einen klaren Fokus auf die Digitalisierung legen und natürlich gut mit den bestehenden, insbesondere technischen Hochschulen in Österreich zusammenarbeiten. Bildungsminister Heinz Fassmann und der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer sind dazu bereits in Kontakt und ich bin froh, dass wir dieses Projekt bestimmt noch in dieser Legislaturperiode verwirklichen werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, neben all den wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen wir in den letzten Monaten zu kämpfen hatten, neben all der Notwendigkeit, in Bildung und Digitalisierung zu investieren, ist uns, glaube ich, allen wieder einmal eins ganz stark bewusst geworden, nämlich wie sehr wir Menschen soziale Wesen sind. Abgesehen von einzelnen Ausnahmen in unserer Gesellschaft, die vielleicht Menschenansammlungen generell meiden und soziales Distancing als etwas Positives in der Corona-Zeit empfunden haben, weil sie das ohnehin schon immer gelebt haben. Abgesehen von diesen wenigen einigen Ausnahmen war es eigentlich bei fast allen Menschen so, dass nach wenigen Tagen schon das Abstandhalten für viele das schwierigste und das größte Problem war. Auf Distanz zu gehen mit anderen Menschen, die man mag, auf Distanz zu gehen mit Menschen, die einem ganz besonders wichtig sind. Die Einschränkung von Großveranstaltungen, gesellschaftlichen Events, all das hat natürlich bei vielen Menschen sehr viel Verzicht bedeutet. Vieles davon ist lautstark diskutiert worden. Auch die Frage, wie das Leben für junge Menschen ist, wenn die Nachtgastronomie eingeschränkt ist, wenn die Sperrstunden verkürzt sind.
Aber wir sollten uns schon vor Augen führen, dass es eine Gruppe gibt, über die nicht so lautstark diskutiert wurde, die aber unter den notwendigen Maßnahmen ganz besonders gelitten hat. Es sind gerade ältere Menschen und pflegebedürftige Menschen in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, die über lange Zeit kaum Besuch hatten und teilweise sehr stark vereinsamt sind. Einsamkeit im Alter, das ist kein neues Phänomen, das ist nicht ein Problem der Corona-Pandemie, aber die Pandemie hat dieses Phänomen noch einmal beschleunigt und verschärft. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ein Altern in Würde in unserem Land auch bedeuten muss, dass sich niemand alleine fühlen darf. Und wir werden daher als Bundesregierung uns ganz intensiv in den nächsten Monaten diesem Thema widmen und versuchen, in einem Pakt gegen die Alterseinsamkeit sicherzustellen, dass auch in Zeiten der Pandemie soziale Kontakte gewahrt werden können. Es ist notwendig, ältere Menschen vor allem in Pflegeeinrichtungen zu schützen, aber es ist gleichzeitig notwendig, dass wir alles Erdenkliche tun, um ein Maximum an sozialen Kontakten zu gewährleisten. Durch ein sicheres Berufsumfeld, durch Tests und Hygienemaßnahmen, durch ehrenamtliches Engagement, das es in diesem Bereich gibt und das weiter gestärkt werden soll, durch innovative Konzepte, wie Besuche stattfinden können, aber natürlich auch durch die Nutzung neuer digitaler Möglichkeiten. All das müssen wir vorantreiben, um ältere Menschen in unserer Gesellschaft bestmöglich zu schützen, aber gleichzeitig gegen die Einsamkeit anzukämpfen. Sehr geehrte Damen und Herren, Corona hat natürlich nicht nur unser Land, unsere Gesellschaft, die Bevölkerung gefordert. Corona hat das letzte Jahr, das letzte halbe Jahr uns als Politik sehr stark gefordert. Und es hat viele öffentliche Institutionen an ihre Grenzen gebracht. In manchen Situationen haben wir gesehen, dass unsere gesetzlichen Grundlagen gut sind für den Normalbetrieb, aber dass sie nicht ausreichen für Krisenzeiten. Wir werden daher als Bundesregierung ein neues Krisensicherheitsgesetz auf den Weg bringen. Ich bin dem Gesundheitsminister, der Innenministerin, dem Innenminister, der Verteidigungsministerin und vielen anderen Regierungskollegen dankbar, dass sie hier ihre Expertise einbringen, damit wir in Zukunft die gesetzliche Basis dafür schaffen, ein abgestimmtes Handeln der einzelnen Behörden auch in Krisensituationen sicherzustellen, dass unbürokratisch Beschaffungsvorgänge stattfinden können, wenn es darauf ankommt, und wir gut gerüstet sind, egal ob die nächste Krise eine Pandemie, ein Terroranschlag oder ein Cyberangriff ist. Zu Beginn der Krise haben wir als Österreich, und das gerät auch manchmal in Vergessenheit, vor allem deshalb schnell und richtig reagiert, nicht weil wir in Österreich so viel besser vorbereitet waren als andere, sondern weil wir einen intensiven Austausch mit anderen Staaten hatten. Es waren viele Staaten, die von der Pandemie früher betroffen waren, die mit uns in Kontakt waren, die uns vorgewarnt haben und die mit uns ihre Erfahrungen geteilt haben. Gerade als kleines Land sind wir auf diesen internationalen Austausch unglaublich angewiesen. Und die Pandemie hat wieder mal gezeigt, wie viele Vorteile dieser internationale Austausch bringen kann und dass er in einer kritischen Situation sogar dafür sorgen kann, dass Leben gerettet werden. Wir haben uns daher dazu entschieden, als Bundesregierung in den nächsten Jahren uns zu bemühen, diesen internationalen Austausch mit anderen kleinen und mittleren Staaten, die so wie wir innovativ und wirtschaftsstark sind, noch stärker zu forcieren und auch institutionalisieren. Wir wollen strategische Partnerschaftsabkommen abschließen mit Ländern wie Australien, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Schweiz oder Südkorea, um den politischen Austausch mit diesen Ländern zu gewährleisten, aber auch um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, wissenschaftliche Kooperationen einzugehen und mit Jugendaustauschprogrammen auch den Austausch in der Bevölkerung zu unterstützen. Zuletzt, sehr geehrte Damen und Herren, ein Punkt, der mir noch persönlich wichtig ist. Die letzten Monate haben für viele Menschen das Leben entscheidend verändert. Vieles von dem, was wir erlebt haben, wird Gott sei Dank bald schon wieder Geschichte sein
und unser Leben wird sehr schnell in fast allen Bereichen wieder ganz normal sein und für viele Menschen so, wie es vorher war. Manche Trends, die es vorher gab, die sind durch die Krise noch einmal beschleunigt worden und die werden auch nicht verschwinden. Und wir als Regierung hatten einige sehr schwierige demokratiepolitische Entscheidungen zu treffen, die in normalen Zeiten undenkbar wären, aber die in Krisenzeiten leider Gottes nun einmal notwendig waren. All das hat Auswirkungen auf unser Land, auf unsere Gesellschaft. Und es wirft natürlich Fragen auf, die oftmals nicht einfach zu beantworten sind, gerade wenn Grundrechte zum Beispiel miteinander kollidieren. Aber ich glaube, genauso wichtig wie es ist, schnelle Entscheidungen in Krisenzeiten zu treffen, ist es wichtig, diese auch zu diskutieren und zu reflektieren und darüber nachzudenken, was diese Krise mit unserem Land gemacht hat, wo Veränderungen schnell wieder verschwinden und welche Trends und Veränderungen vielleicht Bestand haben werden. Daher möchten wir diesen Diskurs im Bundeskanzleramt eine Plattform bieten und ich habe Professor Paul Lissmann eingeladen, gemeinsam mit anderen Expertinnen und Experten in einem Philosophikum in den nächsten Monaten kritisch über diese Geschehnisse, aber auch über die damit verbundenen gesellschaftlichen Fragen zu diskutieren. Unser Fokus als Bundesregierung durch diese Pandemie, die sind nicht vorbei. Der Herbst, der wird eine gesundheitspolitische Herausforderung und eine schwierige Zeit für uns alle werden. Aber wir können zuversichtlich sein. Denn wir können uns sicher sein, dass diese Krise uns zwar zurückgeworfen hat, aber sie wird uns nicht aufhalten. Wir werden in absehbarer Zeit zur gewohnten Normalität zurückkehren können und wir werden gemeinsam sicherstellen, dass unser wunderschönes Österreich auch diese Herausforderung gut übersteht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Wir laden Sie nun ein, Fragen zu stellen. Als erster gemeldet Herr Westhoff vom ORF Zeit im Bild. Bitte schön. Sie haben zu Beginn gesagt, dass bei steigenden Zahlen zweifellos auch Maßnahmen nachgeschärft werden können. Frankreich macht das jetzt bei der Maskenpflicht. Deutschland sagt Großveranstaltungen ab. In Österreich wäre ja ursprünglich geplant gewesen, dass mit 1. September bis zu 5.000 Personen wieder in geschlossenen Räumen Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen besuchen dürfen und bis zu 10.000 im Freibereich. Angesichts der steigenden Zahlen hierzulande, ist dieser Lockerungsschritt nach wie vor aufrecht oder muss der zurückgenommen werden? Im Moment werden gerade in der Bundesregierung und insbesondere im Gesundheitsministerium die neuinfizierten Zahlen sehr genau evaluiert. Und wir werden schon nächste Woche als Bundesregierung, konkret am Mittwoch, im Ministerrat darüber entscheiden, ob weitere Maßnahmen notwendig sind oder nicht und dann selbstverständlich in gewohnter Art und Weise die Bevölkerung informieren. Dankeschön. Als nächster gemeldet Austria Presseagentur, die Frau Mladenova. Bitte schön. Ja, Herr Bundeskanzler, am Beginn der Pandemie haben Sie Verordnungen erlassen, die vom Verfassungsgerichtshof eben als verfassungswidrig aufgehoben wurden. Eine aktuelle Verordnung hat zu Chaos an den Grenzen geführt. Jetzt gibt es eine neue Novelle zum Covid-Maßnahmengesetz. Auch hier warnen Experten, dass das wieder verfassungswidrig sein könnte. Meine Frage ist, was läuft hier schief und welche Konsequenzen werden aus diesem Gesetzesmurks gezogen? Ich glaube, was das Gesundheitsministerium gerade versucht, ist der absolut richtige Schritt, nämlich eine solide gesetzliche Basis zu schaffen. Da gab es Kritik der Opposition, auf die wird jetzt natürlich auch zugegangen. Der Gesundheitsminister hat schon angekündigt, mit der Opposition auch Gespräche führen zu wollen. Ich glaube, es gibt auch noch verschiedene Möglichkeiten, bei diesen Vorhaben so nachzuschärfen, dass es sowohl demokratiepolitisch ein positives Gesetz ist, aber auf der anderen Seite auch die notwendigen Handlungsmöglichkeiten schafft, um schnell auf eine Verschlechterung der Situation reagieren zu können. Das ist ein Prozess, der gerade stattfindet, aber ich bin sehr optimistisch, dass der gut gelingen wird. Danke sehr. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Herr Löwenstein, bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Meine Frage zielt in eine ähnliche Richtung. Am vergangenen Wochenende kam durch eine sehr überraschende Neuordnung an der Grenze zu einem großen Stau. Sehen Sie eine Notwendigkeit, solche Maßnahmen, die internationale Kontakte betreffen, vielleicht etwas langfristiger und berechenbarer anzukündigen und zu planen und im Austausch mit den Nachbarländern durchzuführen? Also soweit ich weiß, waren unsere Gesundheitsbehörden da stets in einem guten Austausch mit den Nachbarländern. Die Situation, die sich da an unserer Südgrenze abgespielt hat, die darf sich so nicht wiederholen. Aber ich glaube, alle Verantwortlichen haben das auch klargestellt. Und was die internationale Zusammenarbeit betrifft und insbesondere die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, so war klar, dass die Tourismuszeit eine gewisse Herausforderung sein wird. Wir haben in Österreich Gott sei Dank den Sommer besser gemeistert und ich darf allen Verantwortlichen dazu gratulieren, als das vielleicht vorher erwartet worden ist. Es gab einzelne Cluster, die sind aber sehr schnell eigentlich eingegrenzt worden in St. Wolfgang und einigen anderen Bereichen. Was danach stattgefunden hat, war absehbar, nämlich eine gewisse Steigerung der neuinfizierten Zahlen wieder in Österreich durch Urlaubsrückkehrer, die das Virus wieder einschleppen. Das ist etwas, womit wir im Moment zu kämpfen haben, aber es war absehbar. Und wenn die Hochsaison des Sommerurlaubs jetzt zu Ende geht, dann glaube ich, wäre es wichtig, auf europäischer Ebene generell einen Modus zu finden, wie wir in den nächsten Monaten der Pandemie mit den Grenzen umgehen. Unser Ziel ist hier natürlich als international sehr vernetztes Land, dass die Grenzen offen bleiben, dass insbesondere auch Geschäftsreisen stattfinden können. Das ist wichtig für uns als Wirtschaftsstandort. Und unser Ziel ist es, dass es da ein möglichst einheitlich und europaweit abgestimmtes Vorgehen gibt. Wir sind dazu auch in Kontakt mit Deutschland und anderen Staaten und hoffen, dass wir das auf europäischer Ebene zustande bringen. Über die europäischen Grenzen hinaus glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass es nicht generelle Reiseunmöglichkeit oder Reiseverbote gibt, sondern dass auf die Möglichkeit der Tests am Flughafen zum Beispiel zurückgegriffen wird, dass Reisen möglich sind. Das wird natürlich nicht einfacher dadurch, das wird nicht billiger dadurch, aber es ist besser, einen gesundheitspolitisch vertretbaren Weg zu finden, als einfach ganze Kontinente oder Teile dieser Welt vollständig auf weitere Monate abzuschneiden. Tageszeitung, die Presse, Frau Bohner wieder, bitteschön. Herr Bundeskanzler, zwei Fragen. Die erste zum Krisensicherheitsgesetz. Können Sie da ein bisschen konkreter werden, in welche Richtung es gehen soll? Und die zweite Frage, Sie sind ja im Lockdown vor allem sehr oft und oft gemeinsam mit dem Koalitionspartner aufgetreten. Wie ist denn die Entscheidung gereift, dass Sie heute, wo Sie ja ein sehr breites Maßnahmenfeld ankündigen, dass Sie da jetzt alleine stehen und nicht als Team? Ja. Also vielleicht einmal zu Ihrer zweiten Frage. Wir sind ein Team, das gut zusammenarbeitet, aber ich glaube, es ist durchaus üblich, dass man nicht nur als Zwillingspärchen, sondern auch einzeln den einen oder anderen Presseauftritt absolviert. Wir werden schon nächste Woche wieder, als das Ihnen wahrscheinlich bekannt, in der Ihnen wahrscheinlich bekannten Formation mit dem Innenminister, mit dem Gesundheitsminister und dem Vizekanzler über das Corona-Management berichten und auch etwaige neue Maßnahmen ankündigen. Aber ich habe den Sommer sehr stark genutzt, um zu reflektieren über die letzten Monate, mit vielen Leuten zu sprechen. Und insofern war es mir auch ein Anliegen, da diese Schwerpunkte, die mir als Bundeskanzler wichtig erscheinen, mit Ihnen als Öffentlichkeit auch zu teilen. In der Abwicklung und der Umsetzung all dieser Maßnahmen sind wir sehr gut abgestimmt. Ich glaube, Sie brauchen sich keine Sorgen, um die Zusammenarbeit in der Koalition zu machen. Was die Frage des Krisengesetzes betrifft, so ist es aus meiner Sicht wichtig, eine gesetzliche Basis für Krisenfälle zu haben, die gewährleistet, dass die unterschiedlichen Behörden, wir sind ein föderales Land, noch besser miteinander verzahnt zusammenarbeiten. Wir haben gelernt in der Phase, dass unsere Beschaffungsinstrumente, die wir haben, zum Beispiel grundsätzlich sehr gut sind, weil sie Korruption verhindern und auch einen fairen Wettbewerb im Land gewährleisten. Sie können aber teilweise für Krisenzeiten etwas zu behäbig und langsam sein.
Und dann gibt es andere Bereiche darüber hinaus, wo in der Corona-Zeit noch einmal bewusst geworden ist, zu welchen verheerenden Folgen vielleicht ein dramatischer Cyberangriff oder anderes führen kann. Und daher ist es wichtig, glaube ich, das, was im Regierungsprogramm ohnehin schon vorgesehen war, was jetzt aber in der Dringlichkeit noch einmal verstärkt wurde, auch wirklich auf den Boden zu bringen. Danke sehr. ATV, die Frau Singer, bitteschön. Ihr seid jetzt mehrere Probleme mit Verordnungen aus dem Gesundheitsministerium gegeben. Gibt es irgendwelche Pläne, vielleicht das Parlament auch stärker einzubinden, wie das die Opposition fordert, oder andere Möglichkeiten, um solche Fehler im Vorhinein schon zu beschränken? Also zunächst einmal möchte ich festhalten, dass das Gesundheitsressort einfach in einer Pandemie massiv gefordert ist, dort alle auf Hochtouren arbeiten und ich auch mir sicher bin, dass dort jeder sein Bestes gibt. Was wir sichergestellt haben, ist, dass das Gesundheitsressort auch verstärkt jetzt auf die Expertise des Verfassungsdienstes zurückgreifen wird. Und natürlich ist ein Austausch mit der Opposition und den Parlamentariern wichtig, gerade wenn es um etwas geht wie dieses neue Gesetzesvorhaben. Und ich glaube, dass es da viele Möglichkeiten gibt, das demokratiepolitisch in einer ordentlichen Art und Weise auszugestalten. Ich kann mir zum Beispiel eine Einbindung des Hauptausschusses vorstellen. Da gibt es einen ständigen Unterausschuss, der sehr schnell einberufen werden kann, wo vielleicht dadurch auch gewährleistet kann, dass die Regierung zwar schnell entscheiden kann, aber das natürlich auch mit einer aktuellen Einbindung des Hauptausschusses, wenn es wieder notwendig wird, mittels Verordnungen hier Maßnahmen zu setzen. Das alles sind Fragen, die der Gesundheitsminister, aber auch Ministerin Edtstadler jetzt gemeinsam mit dem Parlament diskutieren wird. Dankeschön. Dann nächste Frage, Herr Dohr von Servus TV. Das Mikrofon ist bereits auf dem Weg. Bitte. Herr Bundeskanzler, Sie haben sich optimistisch gezeigt, was die Impfstoffentwicklung nächstes Jahr oder Bereitstellung nächstes Jahr betrifft. Jetzt hat der Gesundheitsminister gesagt, er möchte 8 Millionen Dosen bereitstellen. Jetzt gibt es eine Umfrage, dass sich nur ein Drittel sicher impfen lassen will. Wozu braucht man dann 8 Millionen Dosen? Und die zweite Frage, können Sie einen österreichweiten Lockdown im Herbst sowie im Frühjahr ausschließen? Also zur ersten Frage, das Gesundheitsministerium und das Bundeskanzleramt sind hier eng abgestimmt in dieser Frage. Es ist wichtig, breitestmöglich jetzt Impfstoffe zu reservieren. Es ist ein Wettlauf der unterschiedlichen Staaten und Unternehmen im Moment, wer als Erster den Durchbruch erzielt. Und insofern bin ich froh, dass wir hier in Österreich gut abgestimmt arbeiten, aber auch auf europäischer Ebene zusammenhalten. Denn der Impfstoff wird ein wesentlicher Meilenstein sein in der Bewältigung dieser Pandemie. Ich kann alle, und ich erlebe das ja auch, im Sommer hat man Zeit, mehr Gespräche zu führen als sonst. Ich erlebe das ja auch in den Gesprächen, dass viele Menschen da Sorge haben. Viele sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen. Ich kann zunächst einmal alle beruhigen. Wer sich nicht impfen lassen möchte, der wird das nicht müssen. Wir haben keine Impfpflicht in Österreich und werden sie auch nicht einführen. Und darüber hinaus gibt es viele, die jetzt Sorge haben, einen Impfstoff zu verwenden, der ganz frisch am Markt ist. Auch da können wir die Garantie abgeben. Die österreichischen Behörden werden einen Impfstoff nur dann zulassen, wenn er auch erprobt ist. Das ist ja klar. Aber im Moment ist meine Sorge nicht, ob es genug Menschen gibt, die sich impfen lassen wollen, sondern im Moment zählt jeder Tag, an dem wir früher einen Impfstoff oder Durchbruch bei einem Medikament erzielen, weil das natürlich die ganze Pandemie massiv beschränken wird und dazu führen wird, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Die zweite Frage war zum österreichweiten Lockdown. Unser Ziel ist ganz klar, nämlich alles zu tun, um einen Lockdown zu verhindern. Wir wissen heute deutlich mehr über das Virus. Wir wissen deutlich mehr über die gefährdeten Gruppen, über Möglichkeiten der Behandlung, über die Art und Weise der Ansteckung. Und wir können daher sehr treffsichere Maßnahmen setzen. Die Maßnahmen werden stetig verstärkt werden müssen, wenn die Ansteckungszahlen steigen, und sie werden zurückgenommen werden können, wenn die Situation sich verbessert. Das wird ablaufen wie bei einer Ziehharmonika, das wird in Wellen stattfinden, aber das Ziel ist selbstverständlich, einen Lockdown zu verhindern. Wir werden alles tun. Die nächste Frage, bitteschön.
Martin Schiederer von der Wiener Zeitung, anknüpfend an die Frage des Kollegen zu den Rückreisestaus. Es gab da ja Beschwerden der ausführenden Behörden, dass die Kommunikation von Regierungsseite da nicht besonders gut funktioniert hat. Sind da konkrete Maßnahmen geplant, wie die Kommunikation da künftig verbessert werden soll? Also zunächst einmal möchte ich da schon zum Gesundheitsministerium ein Wort sagen, nämlich die Verordnung des Gesundheitsministeriums ist, soweit ich das mitverfolgt habe, von allen anderen Bezirkshauptleuten anders ausgelegt worden als bei dieser einen Bezirkshauptmannschaft in Kärnten. Das ist einmal wichtig festzuhalten. Das ändert nichts daran, dass da etwas massiv schiefgelaufen ist, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Um ehrlich zu sein, mir fehlt auch jedes Verständnis, wie es zu so einer Situation kommen kann. Ein Grundsatz in unserer Verfassung, in unserer Verwaltung ist die Verhältnismäßigkeit und insofern ist mir nicht nachvollziehbar, wie es dazu kommen konnte und ich glaube auch, dass wir alle einer Meinung sind, dass so etwas nicht mehr stattfinden darf. Der Gesundheitsminister hat darüber hinaus angekündigt, natürlich noch intensiver mit den Ländern und den Bezirkshauptmannschaften zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Aber ich möchte schon nochmal betonen, in allen anderen Bezirkshauptmannschaften ist es anders gehandhabt worden. Nächste Frage von Puls 4, Herr Patruel. Bitte sehr. Herr Bundeskanzler, Sie haben gesagt, dass Sie vielleicht nächste Woche schon unter Umständen beraten werden über neue Maßnahmen, neue Sachen, die kommen. Jetzt warten wir immer noch auf die Corona-Ampel. Meine Frage, diese Entscheidungen, die Sie dann nächste Woche treffen, werden die schon auf Basis dieses Ampelsystems getroffen oder behalten Sie sich vor, auch unabhängig von diesen dann hoffentlich transparenten Kriterien für alle, zu sagen, nein, wir müssen doch irgendwo in einem gewissen Bereich weitergehen. Also was ist die Grundlage dann dieser Entscheidungen? Kommt da dann nächste Woche schon dieses transparente Ampelsystem? Ja, der Gesundheitsminister hat dieses Ampelsystem ja erarbeitet und soweit ich informiert bin, ist es derzeit in einem Testbetrieb und wird nächste Woche den vollständigen Betrieb aufnehmen und ich gehe davon aus, dass der Gesundheitsminister da auch die Öffentlichkeit informieren wird. Dankeschön. Eine Frage habe ich noch gesehen. NZZ, bitte sehr. Ja, Herr Kanzler, Sie haben auch erwähnt, dass es Gespräche gibt mit verschiedenen anderen europäischen Ländern über, wie man mit den Grenzen umgehen will in Zukunft. Man hat in den letzten Wochen auch gehört, dass in Zentraleuropa gemeinsame Standards für den Tourismus erarbeitet werden können. Können Sie da noch ein bisschen detaillierter werden? Was sind das für Formate, in denen diese Gespräche stattfinden, auch mit der Schweiz zum Beispiel, und wie weit sind die? Also wir sprechen natürlich nicht nur mit unseren EU-Partnern, sondern wir sprechen selbstverständlich auch mit der Schweiz, die für uns ein wichtiger Nachbar ist. Ich habe vorhin schon geschildert, was unsere Zielsetzung ist, nämlich, dass die Grenzen offen sind und ein freier Personen- und Güterverkehr stattfinden kann mit gesundheitspolitisch notwendigen Einschränkungen, wie zum Beispiel die Notwendigkeit, sich testen zu lassen oder auch Quarantänemaßnahmen, wenn es nicht anders geht. Aber eine Situation der geschlossenen Grenzen, die wünscht sich niemand. Und insofern bin ich optimistisch, dass wir das auch zustande bringen. Unser Ziel ist natürlich, dass das nicht nur bilateral stattfindet, sondern europaweit einheitlich, natürlich auch selbstverständlich für die Schweiz. Und was den Tourismus betrifft, bin ich wirklich sehr, sehr froh und dankbar, dass der Sommertourismus in Österreich so sicher funktioniert hat, dass die Cluster, die es gab, so professionell gemanagt worden sind. Und wir werden uns bestmöglich auf die Wintersaison vorbereiten. Der Wintertourismus ist für uns nicht nur Teil der österreichischen Identität, sondern es ist auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, insbesondere für einige Bundesländer. Und klar ist, in Zeiten einer Pandemie braucht es gewisse Regeln, braucht es gewisse Maßnahmen, damit der Wintertourismus so gut und so sicher funktionieren kann wie im Sommer. Aber das werden wir gemeinsam mit der zuständigen Ministerin, mit dem Gesundheitsminister und natürlich mit den Verantwortlichen in den Bundesländern und den Branchenvertretern auch vorbereiten. Vielen Dank. Eine letzte Frage noch. Bitte, ja. Danke sehr, Manuel Kaneko vom japanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Herr Bundeskanzler, es wird zurzeit in einigen Ländern, in Deutschland glaube ich auch, in Erwägung gezogen, die Einreisebestimmungen bei Rückreise aus Risikogebieten zu verschärfen, und zwar in Form eines zweiten PCR-Tests nach einer gewissen Zeit. Also man kommt zurück, macht einen ersten, es vergeht 5 Tage, eine Woche und macht dann einen zweiten. Ist das etwas, was Sie auch für Österreich zurzeit in Erwägung ziehen? Und erlauben Sie mir eine zweite Frage. Vor wenigen Stunden, nachdem ich japanisches Fernsehen bin, ich entschuldige mich dafür, vor wenigen Stunden hat unser Premier kurzfristig seinen Rücktritt bekannt gegeben. Könnten Sie das vielleicht kurz kommentieren? Zur ersten Frage vielleicht zunächst einmal. Wir werden Sie selbstverständlich informieren, sollte sich etwas an den derzeitigen Bestimmungen ändern. Aber solange das nicht der Fall ist, haben die österreichischen Bestimmungen so Gültigkeit, wie sie derzeit sind. Und zu Ihrer zweiten Frage. Ich bin da ehrlich gesagt selbst etwas überrascht über den Rücktritt, kenne die Hintergründe noch nicht und werde selbstverständlich gern dazu Stellung nehmen, sobald ich mehr über die Hintergründe weiß, beziehungsweise mit dem Premierminister, den ich ja auch persönlich kenne, telefoniert habe. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ihnen, sehr geehrte Medienvertreter, danke fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank.